Ja, es ist ja jetzt 2 Tage nach meinem Album-Release und ich wusste ja, es kommt gut an. Und natürlich wusste ich, das ist einfach gute Musik. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es doch so heftig wird. Und deshalb möchte ich euch heute mal die aktuellen Download-Zahlen sagen, damit ihr mal wissen könnt, in welchen Bereichen sich das ungefähr bewegt. Ja, vielen, vielen Dank an euch für den tollen Support und freut mich sehr, dass das Album so super gut bei euch angekommen ist. Ja, ich habe von unzähligen gehört, die kicken das Album rauf und runter. Das läuft im Auto, das läuft auf der Arbeit, beim Geburtstag, wenn man kleine Kinder tritt. Und viele haben gesagt, yo, das ist so ein Meisterwerk. Nur positives Feedback. Es war eigentlich nichts Negatives dabei. War mir natürlich klar, bei der Qualität an Musik. Viele meinten auch, ich habe mich innerhalb des Albums kontinuierlich weiterentwickelt musikalisch. Ja, wie gesagt, das war ein Prozess von 3 Jahren, ne? Natürlich entwickelt man sich da weiter. Hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das Album eingeschlagen ist wie eine Bombe. Kommen wir mal zu den aktuellen Download-Zahlen. Vorher kurz noch. Das Ding ist ja bei Mediafire zum Download freigegeben. Und ich habe den Link, weil er so lang ist, vorher gekürzt. Und die Seite, über die diese Kürzung lief, ist abgekackt, weil zu viele Anfragen drauf gekommen sind. Ja, kommen wir zu den Download-Zahlen. Zuerst zur Deluxe-Box. Ihr müsst natürlich wissen, die war natürlich viel krasser. Da war ja noch das T-Shirt drin. Viele haben sich sehr gefreut über das T-Shirt. Manche haben auch Fotos damit geschickt. Also die Leute, die die Box geholt haben, haben sich mega darüber gefreut. Freut mich auch nochmal. War auf jeden Fall eine gute Idee, das T-Shirt da noch reinzumachen. Aber weil die Box natürlich krasser war, haben sich die nicht so viele Leute geholt. So, Download-Zahl der Deluxe-Box. 18.738. Ja. Ja, das Album war natürlich nur das normale, also mit den 3 Tracks. Das wurde insgesamt, also bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, 32.500 Mal runtergeladen. Weil es ja so gute Musik ist. Dann sind wir insgesamt, wenn man beides zusammenrechnet, zum jetzigen Zeitpunkt 51.238 Downloads. Ja, ich hatte gedacht, es wären wahrscheinlich so ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend sein. Also wäre halt cool gewesen, wenn es 4-stellig geworden wäre. Ja, sind jetzt über 50.000 geworden. Komisch, dass das noch nicht in den Charts ist. Ja, irgendwie haben die Charts das nicht getrackt. Aber das muss eigentlich mitberechnet werden, oder? Hätte ich mal tatsächlich dafür Geld genommen, ey. Ich meine, hätte ich pro Album 1 Euro genommen, wäre ich jetzt reich. So war es wahrscheinlich auch bei Leon Mascher und Lion und so. Die haben halt wirklich gemerkt, es gibt Leute, die das downloaden. Selbst wenn ich 1 Euro dafür nehmen würde. Ja, Grüße gehen raus an alle YouTuber, die ein Album gemacht haben. Mich würde mal echt interessieren, wo die Verkaufszahlen liegen bei den YouTubern, die wirklich ein Album rausgebracht haben. Nur als Vergleich. Auch wenn man das natürlich nicht damit vergleichen kann. Als er kostenlos war. Ich meine, 79 Euro. Natürlich. Ab 100.000 Abonnenten geht ein Album übrigens Gold. Also wenn man wirklich ein Album 100.000 Mal verkauft, bekommt man dafür eine goldene Schallplatte. Und das ist schon heftig, wenn man das hat. Ja, wir haben die Hälfte an Downloads schon. Ein schönes Beispiel dafür, dass ein Gag sich doch ein bisschen vergrößern kann und größer werden kann, als man ihn eigentlich angesetzt hat. So eine Scheiße, ey, das ist... Und Menschen machen halt wirklich Geld mit Scheiße, wenn sie das einfach verkaufen und nicht kostenlos zum Download rausgeben. Ich meine, 51.000 hätten sie natürlich nicht gekauft, aber selbst wenn es 1/5 gekauft hätten... Nächstes Mal kostet das Ding wirklich 90 Euro. So. Ich sollte wirklich Musik rausbringen, ey. Ja, finde ich ein bisschen schade, dass wir goldene Schallplatte nicht erreicht haben. Mich würde mir auch echt interessieren, wie viele Verkäufe man bräuchte, um in die Top 10 der Charts zu kommen. Das ist leider nicht öffentlich. Also man sieht die Chartplatzierung, aber man sieht nicht, wie viele Verkäufe die haben. Aber wenn ihr das irgendwie herausbekommen könnt, oder auch wenn ihr die Albumverkäufe der YouTuber herausbekommen könnt, die mal ein Album rausgebracht haben, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Wenn ich dafür für keine 1Live-Krone und für den Echo und so nominiert werde, Oscar Beste Musik möchte ich gerne auch haben. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn nicht. Ja, sind noch ein paar Kommentare reingekommen, zum Beispiel von Revinzeit. Ich fühle Rhythm of Life so heftig in meinen Venen. Ja, vielen Dank dafür. Revi hat mir auch nochmal persönlich zu meinem Album gratuliert, dass es einfach zu krass war. Ich weiß, das ist... Es gibt keine Worte für so ein Meisterwerk. Elvis Presley, Michael Jackson, solche Leute sind auf dieser Ebene, aber... Das sind nicht viele Leute. Ja, Lena Vanille hat gefragt, darf ich deine Lieder in meinen Videos benutzen? Die sind so gut. Natürlich darf man. Leute haben auch schon Remixe davon gemacht. Sehr nice auf jeden Fall. Ich habe mir auf jeden Fall schon den einen oder anderen angeguckt. Läuft bei mir natürlich auch rauf und runter. Meine eigene Musik, so ist das bei Künstlern. Da gibt es nichts Vergleichbares auf dem Markt aktuell. Das ist, also ich habe die Szene jetzt eigentlich revolutioniert, kann man sagen. Manche werden sagen, das ist Schrott, ja, aber in 50 Jahren, wenn Historiker da dran gehen, werden die merken, das war der Umbruch in der Musikgeschichte. So einfach ist das. Ja, Bradley Fun hat geschrieben, noch ein Haufen Scheiße, den ich nie kaufen werde.
Bruder, einfach nicht mich unterstützen. Keiner checkt. Wie soll ich meine G-Klasse bezahlen davon? Bradley, wenn du das siehst, kauf auf jeden Fall mein Album. Ich brauche das Geld. Mann. Ja, vielleicht werde ich irgendwann nochmal ein Album rausbringen. Keine Ahnung. Wenn ApoRed auch eins rausbringen wird, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen. Oder noch irgendein anderer trotteliger YouTuber auf die Idee kommt, auch Musik machen zu können. Aber mit Hype, da kommt man auf jeden Fall nicht mit. Also das kann keiner mehr toppen in den nächsten 10 Jahren. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für eure Unterstützung. Also die Deluxe-Box kostet ja 79,99. Das Geld könnt ihr mir da bar geben, wenn ihr mich dann irgendwo mal trefft oder so. Stelle ich euch natürlich auch noch in Rechnung. Also ich werde das eintreiben. Das war nicht umsonst. Ich habe gesagt, das kostet 79 Euro. Wenn wir uns sehen, ich habe den Gerichtsvollzieher dabei, ne? Der kann auch Sachen fänden, das ist kein Problem. Nur als Warnung. Ja, das war's an dieser Stelle mit Hype. Ihr könnt es immer noch downloaden. Es wird noch da sein. Vielleicht geben wir noch Gold. Vielen Dank dafür. Es wird bestimmt noch anderes dummes Zeug in nächster Zeit kommen. Haut rein. Bis morgen beim neuen Video. Tschüss.